Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Logarithmusgleichung, die wir nach x auflösen wollen und sollen. Und wir wollen auch hinterher noch die Probe machen, damit wir feststellen, ist das richtig oder ist das nicht richtig, was wir da gerechnet haben. Die Gleichung lautet LGX plus LGX plus 1 gleich LG2. Und da müssen wir uns natürlich sofort an die Logarithmengesetze erinnern. Und die Logarithmengesetze sagen ja, dass wenn wir sowas hier stehen haben, einen Logarithmus, der die gleiche Basis hat wie der andere Logarithmus, die beiden werden zusammengerechnet mit Plus, dann wird daraus LG von das, was im ersten eingeschlossen ist sozusagen, wird multipliziert mit dem, was im zweiten eingeschlossen ist. Da ansonsten gerne nochmal die Logarithmengesetze zu abchecken. Jetzt können wir das hier innen drin in dem Logarithmus ja auch noch, wie soll ich sagen, verrechnen. Hier steht ja jetzt eigentlich ein Term, den wir ausmultiplizieren können. Dann steht da nämlich LG x Quadrat plus x. Ja, x mal x ist x Quadrat, x mal 1 ist x, ist gleich LG 2. Jetzt hat sich diese Gleichung hier in diese verwandelt und wir haben auf der linken Seite nur noch ein LG und auf der rechten Seite nur noch ein LG. Hier hatten wir zwei LGs am Start, das heißt zwei Logarithmen. Und da konnten wir jetzt nicht einfach so 10 hoch dran schreiben als Umkehrfunktion zu dem LG. Das hätte uns auf den falschen Pfad geführt, denn wir müssen dann immer diese Dinger so weit, diese Logarithmen so weit eindampfen, dass wir maximal auf der linken und auf der rechten Seite noch so ein Ding haben. Es sei denn, weil man dann ansonsten denken könnte, dass man dieses Teil hier einfach das LG weglässt und hier das LG weglässt und da das LG weglässt und dann kommt man nachher auf x gleich 1/2 und merkt, das stimmt gar nicht. Ja, das kannst du mal ausprobieren. Es gibt da auch noch eine andere Variante, wie man das machen kann, wenn man dieses Logarithmengesetz nicht sofort sieht, aber das ist dann auch nicht schmackhaft. Gut, jetzt in diesem Fall können wir hier tatsächlich die Umkehrfunktion oder die Gegenrechnung zu LG machen. Dann steht hier x² plus x gleich 2 und x² plus x und eine Zahl. Das erinnert uns hoffentlich an die PQ-Formel. Rechnen wir die minus 2 oder die 2 hier mit rüber, dann steht hier x² plus x minus 2 gleich 0. Dann brauchen wir die PQ-Formel. Und dann steht da x1, 2 ist gleich, hier steht da plus 1x, also steht hier minus 1/2. Das hier ist ja das p, p gleich 1, q gleich minus 2 und dann in die PQ-Formel rein. Plus minus Wurzel aus, Quadrat von 1/2 ist 1/4. Minus minus 2 ist plus 2. Das heißt, hier steht unter der Wurzel steht 2,25 oder 2,25 und da kann man tatsächlich die Wurzel draus ziehen. X1 ist gleich minus 1/2 plus 1,5. Man kann natürlich, weil hier allein mal ein positives Vorzeichen ist, kann man die Wurzel daraus ziehen, aber es wird auch noch eine Zahl, die einigermaßen schmackhaft ist. Hier kommt also 1 raus und x2 ist gleich minus 1/2 minus 1,5 ist gleich minus 2. Jetzt kommt eine neue Vokabel, die man damit einbauen muss. Und zwar, ist denn der Logarithmus von einer negativen Zahl definiert? Nein, deswegen können wir hier sofort Quatsch hinschreiben, weil der Definitionsbereich von LG ist gleich die reellen Zahlen, und zwar die positiven oder die, die größer als 0 sind, kann man da auch hinschreiben. Man kann allerdings auch einfach das Ding hier gleich mit in die Probe nehmen, denn wir wollen ja auch noch eine Probe machen. Und dafür setzen wir dann die 1 erstmal da ein und dann die minus 2. Und wenn wir die minus 2 hier einsetzen, merken wir natürlich im Taschenrechner, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Gut, also, wir setzen x1 in die Gleichung ein, dann steht da LG1 plus LG2 ist gleich LG2. Jetzt kann man natürlich als Vokabel sich gemerkt haben, dass LG1 gleich 0 ist, weil 10 hoch 0 gleich 1 ist. Da ist jetzt aber für die Spezialisten schon gesprochen. Man kann das aber auch in den Taschenrechner eintippen, dann steht da 0 plus und hier steht irgendwas bei 0,3 gleich 0,3. Jetzt will ich nochmal gucken, LG2 ist 0,301029995. Das Ganze mit LG minus 2 angefangen, ergibt an der Stelle schon einen Error im Taschenrechner und dann kann man sagen, irgendwie minus 2 fällt als Gleichung aus, da der Logarithmus von negativen Zahlen nicht definiert ist. Dazu nochmal ganz kurz als Skizze. Der Logarithmus sieht ungefähr so aus. Ja, und geht halt hier nicht links über die, nicht in den Bereich links der Y-Achse. Dringt er nicht ein. Gut, das sei es dazu getrommelt und gepfiffen. Wenn du noch einen Kommentar dazu trommeln und pfeifen möchtest, dann freue ich mich darüber und
Hier ist noch das Schild im Bild. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.